Zweikampfsofa. Wir spielen zusammen. Hallo, hier ist der Zweikampfsofa und wir spielen Neverwinter. Genau, wobei Winter ist ja tatsächlich nicht. Nö. Aber wir müssen zu der guten Zoe, der alten Säge. Du hast ein Pferd, ich nicht. Oh. Warum du ein Pferd hast? Hier steht einer. Oh. Sie auf kann. Geh auf den Gegner. Mich erschrocken. Um die brauche ich mich mal gar nicht kümmern. Die da hinten stehen, die machst du mal platt. Wo rennst du eigentlich hin? Sag mal, wir rennen in die falsche Richtung, ne? Quatsch. Nee, doch, richtig, alles klar. Hier liegt noch was? Geld. Na gut. Das hast du für mich aufgenommen. Wir lassen keine Zeugen! Spitzel. Okay, ich brauche mich echt da um die nicht mehr kümmern. Die normalen Gegner haust du so weg. Ja, aber wenn er so ein bisschen größer da steht, dann habe ich nicht ein gleiches Problem. Oh, er verbrennt mich. Wer jetzt? Ja, mein Söldner macht auch nichts. Er schießt nochmal auf mich, das ist ja super. Heilung! Medic! Da, kannst du es? Lalala. Heile Backe. Super, okay. Dann gehen wir weiter. Oh, da habe ich übersehen, was? Da hat mein Stein mal zugehauen, die sind geplatzt. Aber Stein so richtig. Stein zuhauen? Ja, mein Stein, mein Begleiter. Ach, hier ist die. Ach, die haben wir vorhin ja schon mal gehabt. Stimmt, ja, ich muss erstmal ein Diebstahlpaket einsetzen. Oh. Es ist kaputt. Verdammt, noch eins? Ja. Sind alles. Haben wir eigentlich alle Globen hier schon gesammelt? Nee, ne? Quatsch. Nee. Die sind auch nachher richtig versteckt. Und meine Schwester verpasst das alles. Eine Elfenbeinschiene. Ein brennendes Haus. So, Zoe. Boing. Hallo. Ihr Bälle sind überall. Nehmt euch 5 Uhr für eine Nacht, passiert. Ruf ihr 32. Habt den Näschern ordentlich eingeheizt. Gerne wäre ich dabei gewesen. Aber ich konnte das Versteck nicht aus den Augen lassen. Wow. Wie es aussieht, wissen sie inzwischen, dass wir ihnen auf der Spur sind. Wer weiß. Oh. Die, der Krone so nah. Die Näscher haben als Ablenkung ihr Versteck angezündet. Aber ich habe Karsow nicht herauskommen sehen. Vielleicht erwischen wir ihn noch im Inneren. Und ich werde euch begleiten. Karsow hat auf meinen Kopf einen Preis ausgesetzt. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wir kriegen einen größeren Rucksack. So ist es. Karsow führt die Näscher an. Er führt die Näscher hier in Blacklake an. Okay, der eigentliche Anführer der Näscher ist ein Mann namens Arlon Bladeshaper. Angeblich wurde er aber bereits eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Gut möglich, dass Karsow die Näscher inzwischen komplett übernommen hat. Passt auf euch aus. Und tschüss. Wir haben wieder Wissen erlangt, das ich nicht vorlese. Dafür müsst ihr die Bücher lesen, sozusagen. Ich dich auch. Hilfe, ich will nur rein. Ich komme da nicht rein. Hilfe! Na gut, du ziehst mich, ja? Ich hoffe. Das ist immer ein bisschen, sobald man beieinander steht und in so einem MMO, Massive Multi und so. Was wie? Hier brennt's. Schon gemerkt? Warte mal. Ich kann dich anklicken. Doch. Auf geht's. Läuft sie mit uns? Nee. Ja, doch. Die hat gesagt, sie kommt mit. Hörst du zu überhaupt, wenn da Story kommt? Ja, oder ist dir das egal? Von hier. Ja. Das war mein Powerschlag. Ich bin durch die Tür durch. Komisch. Komisch? Ich lach doch gar nicht. Sind wir einzeln weggenommen, die Jungs? Ich muss erstmal wieder alles aufheben, was die fallen lassen hier. Fürchterlich. Arbeit. Fürchterlich. Viel zu viel, was hier so rumliegt. Was hat mein Söldner gerade gemacht? Hat er gerade in Luft gehauen? Oh, hier ist was. Hier ist ein Religionspaket. Das kann ich nicht nehmen. Dann kommt mal die religiöse Frau hier. Ja. Und mach das mal. Genau, du hast ganz viele Pakete gekauft, oder? Nein, Religion habe ich so. Ach ja, richtig. Du bist ja hier der Priester. Ich bin sowas von religiös hier. Also der Priester ist ja Quatsch. Also. Ich bin ein eidgebundener Paladin. Paladiner eigentlich. Oh, was ist das denn hier? Was ist das bei dir auch? Das kann ich. Das Symbol der Näscher. Kann ich töten? Nein. Das kannst du wissen erlangen. Fantastisch. Oh, rennen wir ein bisschen weiter. Aufzeichnung.
Gothwins Schicksal. Das ist übrigens für jeden selber getrennt, aber das... Für jeden selber getrennt. Für jeden, also das hat jeder für sich selbst. Die Tanker machen wir weg. Sind schon weg. Ja. Das geht noch relativ schnell. Gott sei Dank. Hier liegt was Grünes. Moment. Ich möchte mich auch nicht länger mit diesem Gesocks hier aufhalten. Machen wir das hier auf. Oh, was ist hier? Oh, hast du Gewölbe? Das ist hier. Nee, ich bin Natur. Hast du kein Gewölbe zum... Nein. Oder? Nein, doch, ich kann. Ich kann. Ich hab Gewölbepaket mit. Ich mach die Tür auf. Wo, welche Tür? Die da. Oh, ja, ist auf. Diese Zwischen... Sagt aber nichts. Ohne Sound. Hä? Hä? Er ist tot. Ja, meine Pfeile fallen noch von wo, von dem Himmel, meine Superfähigkeit, die ich weiß. Das ist meine schneller, Gott sei Dank. Ja, die Animationsgeschichte dauert viel zu lange hier bei der Spezialfähigkeit. Mein Abenteuerrucksack, der wahrscheinlich in meinem Rucksack liegt und ich erst und wieder mein Abenteuerrucksack aufmache. Jetzt habe ich einen weiteren Slot und noch so einen halben, also so einen, naja, wo reicht. Halben? Wo ist ein halben? Hier, der letzte, das ist eine, sicher eine Reihe weniger. Ja, okay. Ich habe zwei blaue. Krasser Scheiß, ey. Der hat mich 1000 Zen gekostet. Krasser Scheiß. Was ist das denn hier? Eine Rüssi. Die ganze Zeit schon irgendwie im Rucksack. Blablabla. So, aber das im Rucksack ist. Rucksack ist super wichtig bei dem Spiel, weil ihr findet nämlich so viel Kack. Da müsst ihr immer. Na, der Kack, den man aber haben will. Ja, den Kack, den man alle haben will. Das heißt, du musst immer. Wieso hast du eigentlich so viele Sachen in deinem Inventory? Wieso ist mein Inventory leer? Weil du alles verkaufst. Nein. Okay. Verkaufst du nicht? Ich denke jedes Mal, die Tür zu öffnen, aber das ist jedes Mal Ausgang. Mein Gott. Ich dachte, steht auch, das ist steht auch dick drauf. Verkaufst du den Scheiß nicht? Doch, habe ich auch. Aber das muss jetzt gerade gefunden sein. Bis auf die, ja, wieso hast du mehr gefunden als ich? Weil ich wahrscheinlich... Wieder ein... Was Besonderes. Hier steht die alte Zoe, die Fargo, die... Die Bing. Nescher sind gut in Form heute. Bei den neuen Höllen. Kasov ist entkommen. Eurer Informationen haben wir eine ziemlich gute Vorstellung davon, wohin er will. Und noch besser, er weiß nichts davon. Oh, er weiß nichts davon. Bing. Okay, Seegrundstück. Wenn ihr euch Kasov schnappen wollt, müsst ihr euch die Nescher mit einem Ablenkungsmanöver vom Leib halten. Und ich weiß auch schon, wie wir das anstellen. Die Nescher haben Nachschub für ihre Rebellion über den See geschmuggelt. Und sehr wenn gut. Ihr auf eurem Weg zu ihrem Hauptquartier einiges mehr. Von diesem Nachschub in Flammen aufgehen lassen könntet, sollte sie das eine Weile beschäftigen. Die Menschen trauen den Orks nicht, deswegen kriegst du weniger. Das und ist der Halborg, bitteschön. Kasov wird sich zum Hauptquartier der Nescher flüchten, einem alten Warenhaus am Ufer des Sees. Nach Gothmans Informationen bewahren sie dort auch die Krone auf. Wir haben es geschafft. Die Zeit ist reif, die Rebellion der Nescher ein für alle Mal zu beenden und uns die Krone zurückzuholen. Ich kriege 13 Kupfer, du nur 10. Wow. Aber die XP ist aber schon mal gleich. Aber der Bogen ist auch nett. Antika. Und der Streitkolben ist zwar, ey, wie geil ist das denn? Der ist zwar Gegenstand Stufe 11, aber weit unter dem, was ich ausgerüstet habe. Also das ist ganz richtig. Die sagen, ein gutes Beispiel übrigens dafür, wie dieses Empfehlungssystem ist. Ja, auf der rechten Seite sieht man das Ausgerüstete. Und das ist Gegenstand Gruppe 13, also höher. Und deswegen empfiehlt dann das Spiel auch, diesen Gegenstand zu nehmen. Aber ganz oft ist es manchmal so, dass der andere dann doch besser ist. Aber darf man nicht... Warst du bei mir wieder? Ja, bei dir. So, okay. Dein Ausgerüsteter hat noch zusätzliche Boni, Angriffplätze nämlich hier, die noch ausgerüstet werden können, um das aufzuwerten, was der andere nicht hat. Und deswegen ist der dann auch schon mehr schlecht. Naja, es ist aber Gegenstandsstufe 13 ist besser als 11, deswegen ist doch klar, dass das empfiehlt. Es ist einfach höher, was ich da jetzt habe. Okay. Aber hier gibt es einen Bogen. Annehmen. Ja, passt auf euch auf. So. So, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Der rennt hier weg, ne? Reitet früher. Mein Stein steht auch nur daneben. Was macht er eigentlich mal? Wenn er denn zuhaut, macht er die mit einem Schlag platt. So wie ich jetzt die. Der Weg geht hier lang. Der Weg geht hier. Hier sind. Also ist ja zurzeit noch super easy. Easy peasy. Zu zweit im Koop
kommen wir locker luftig leicht weiter. Jetzt haben wir hier Gule noch zusätzlich. Hier ist ein Naturschutzgebiet, wollte ich gerade sagen. Naturschutz. Ich versuche dich mal zu heilen, Baby. Wer ist denn das? Keine Ahnung, irgendein netter. Death Eater. Death Eater, das ist ein netter Name. Ne? Fand ich auch. Super. Gut, wir haben jetzt zwei verschiedene Missionen. Wir müssen Sachen wegbrennen und das Hauptquartier angreifen. Wir müssen da irgendwie rüber, glaube ich. Erstmal über die Brücke hier rüber. Lalala. Lalala, genau. Es kann aber auch eben sein, weil es Massive Multi hast du nicht gesehen ist, dass die anderen Leute die Gegner schon umgehauen haben. Also man kann auch ab und an Missionen einfach so erledigen. Warum stehen wir hier? Ohne dass da Gegner sind. Hier brennen wir was ab. Genau. Also mein Söldner ist gerne abbrennen. Mein Söldner ist witzig, weil kann ich durchgeführt werden, steht da gerade. Nee, weil ich brenne. Er brennt doch schon. Ja, einer, okay. Ups. Und ich brenne. Brenne. Da sind Gegner in der Nähe irgendwo. Sonst macht A. Nee. Ich wollte auch gerade. Schade. Hier ist noch der nächste. Na, schieß. Oh, das ist Zauber. Ja, gewesen, genau. Und zum Abwackeln. Nein, da liegt noch was drauf. Okay. Ich will's haben. Ich will da ran. Da. Nein, ach Mann. So das. Ich brenne. Es war noch nur Gold. Heil nochmal. Ich bin in der Heilposition, aber ich heile mich nicht. Warum? Ah, jetzt. Wohin da? Da standen noch garantiert sonst auch Gegner rum, aber diesmal nicht, oder? Da hat jemand überlebt. Fürchterlich. Ich konnte mich aber auch so beamen können wie dein Gefährte da. Mein Söldner ist ja der Witz, ne? Also das. Oh, Stufe 8. Oh, Stufe 8. Können wir das mal hier kurz mal ausdiskutieren? Da ist ein Dicker. Siehst du? Ja, ich will erstmal dieses Arcana-Paket loswerden hier. Ist auch noch kaputt. Wer ist er denn hier? Was macht denn der da? Das ist ein Mitspieler, würde ich behaupten. Und mein Söldner hat irgendwie alle umgebomst. Ist ja cool. Ich sammle mal einfach ein. Bei mir liegt bei dir nichts. Das ist das hier dabei. Na, du machst dich von da schon platt, oder was? Wie geil. Der Bonus des Fernkämpfers. Man kann schon mal Gegner abschießen, die nicht erreichbar sind. Das hält er sich, ohne dass ich dabei bin. Das ist auch witzlos, oder? Hallo? Hallo erstmal. Hallo? Gehen wir jetzt in die Höhle des Löwen? Ich bin mir noch nicht sicher, wofür dich die Höhle des Löwen ist, weil hier ist keiner. Der Weg, den Weg folgen. Das ja, aber da rennt hier der andere Typ immer rum. Das Samuel. Der soll weggehen. Geh weg. Samuel ist Level 7. Was hast du da? Ich hol mir einen Glimmer ab hier. Glimmer? So. Das kannst du ja wieder als Priester da machen. Entschuldigung, du bist kein Priester. Ich weiß. Und ich bin kein Priester, ich bin ein eingebundener Höhle des Löwen. Genau, wir hüllen den Löwen sozusagen. Hauptquartier. Diese Business-Idee ist nichts für dich. Stopp. In der Höhle des Löwen. Ich würde gerne mal. Warum hast du eigentlich keinen. Du hast nichts an. Ich hab nichts an? Du hast nichts an. Ich habe eine Kraft dazu bekommen, Junge. Das ist viel wichtiger. Und ich kann Gefährten wegschicken. Was vielleicht nicht die beste Idee ist. Was ich mal tun werde. Und? Das geht schon. Halt mal, hab ich das richtig gemacht? Kostet aber auch, ne? Hast gesehen. Ausbildung beginnen. Oh. Oh? Oh. Ja, was das auch? Eher ein bisschen Kristall hat das gekostet, ne? Oh, das kostet Geld, ja. Kristall, genau. Ja. Ja, genau. So, und hier einen Punkt kann ich verballern. Ich kann einen Punkt verballern. Aber noch nicht auf Stufe 3, das geht nicht. Dann mache ich das hier auf Stufe 2. Mein kühlen Schlag nehme ich. Ich nehme das mal. Einen ganz normalen Hauer. Das mache ich mal einfach, weil ich teste das mal aus. So, hier. Weiter geht's. Gibt's hier Gegner? Natürlich, irgendwo, irgendwann, irgendwie. Ich muss mir eine neue Fähigkeit einsetzen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Da brauche ich gerne hinlaufen, oder? Doch. Los. Da musste ich zweimal schlagen. Ich musste mal was Neues ausprobieren. Ich bin noch nicht so richtig glücklich damit, muss ich sagen. Wie unser Lord. Ja, egal. Was zum Lesen, genau. Was mir fehlt? Ja, so ein Paket vielleicht? Nee, mein Söldner fehlt mir. Das ist weg.
Quatsch. Ja, den hast du doch weggeschickt. Ja, 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 aber irgendwie, das, plötzlich merkt man das so. Oh, hier liegt auch wieder was. Ein Wissenspaket. Und was ist das? Oh, eine Kiste. Jetzt bin ich mal wieder dran. Ja, ja, war sowieso deine. Heiltränke und ein Altar. So, und hier? Jetzt würden wir sagen... Mach eine Pause. Richtig. Dann geht's dann nächstes Mal weiter. Gell? Richtig. Hey, Neverwinter. Wir sind das Zweikampfhofer, wir spielen nur Kopfhoff-Spiele. Schön, dass ihr da wart. Ich sag tschüss.